Moin. Fuck! Der hat mir den Arsch abgepeitscht. Scheiße. Eine Bank zum Wissen. So. Wir fahren heute bei Paderborn. Und wir sind jetzt da. Open. Habt ihr auch Klickpedale mit? Ja. Jawohl. Du hast die schöne Schuhe an. Ja. Finde ich einen Vorteil. Ich hab jetzt die andere. Aber dann sind das schon mal die ersten Extra-Kilometer. Ja, ja, schon los, hast du recht. Ja, ich hatte nur gesehen, dass bei Komoot steht das ja auch nicht so genau. Da ist ein Bahnhof in der Nähe mit ganz vielen Gleisen. Das ist bestimmt der Hauptbahnhof. Aber dass das der Nordbahnhof ist, habe ich erst heute Morgen gesehen. Ja, nicht, dass der Robert dann wieder mit dem Zug nach Hause möchte. So wie letztes Mal, wo wir dann alleine weitergefahren sind. Ja, das wäre schade. Vielleicht fahre ich morgen nicht ganz mit nach Kassel, je nachdem wie spät es ist. Ja. Ich könnte auch in Hof Geismar oder so einsteigen, ja, ja. Aber da gucken wir mal. Wie weit ist denn das morgen überhaupt? 80? Auch 80 ungefähr oder 82. Aber da ist ein großer Berg auf dem Weg, hatte ich schon gesehen, ja? Ja, heute auch. Ja. Es geht. Ja, gibt mir morgen ein Fahrradticket, das ich nochmal kaufen muss. Ja, aber das ist unnötig, wir werden gar nicht kontrolliert. Ne? Ja. Hast du das auch gekauft für 5,50? Nee, für 6,50, weil es ging ja über zwei Bundesländer. Da geht ja nicht nur das für Niedersachsen, sondern das für zwei und für ganz Deutschland. Bohrchen. Schön hier. Ja, ja. Dafür ist Paderborn berühmt, ja, diese Paderquellen, die hier in der Stadt sind. Hier wird auch immer mal das ein oder andere Paddy getrunken. Ja, ja. Warm. Lecker. Paderquellen.
Oh. Ja, ich glaube, die hat sich moniert, dass wir nicht auf dem Fahrradweg gefahren sind. Wir rufen jetzt an. Assad. Oh. Ach so, genau das, ja? Das sieht ja ganz unscheinbar aus. Ja. Ja. Hallo Assad. Guten Morgen. Entschuldigung, ich bin gerade auf einer Fahrradtour. Ja. Was macht denn? Entschuldigung, kannst du noch mal sagen? So. Ja, ich habe Stunde später. Ja. Ja, ich muss gleich mal kurz anhalten. Ja. Nee, das passt. Weil dann würde ich Papi machen irgendwo und du überweist dann die Gelder. Genau. Ja, meinst du, das Mädel hätte auch Bock auf Sonntag, Opa, zum Filterwechsel bei der Schaffhause? Nee. In irgendeiner Rahmenindustrieanlage. Wo einfach alles das gleiche aussieht. Ja, ja. Ich bin auch anders, ich weiß nicht. Ich bin in der Brauerei, Mann.
das ist ja doch die Geschichte von 3 Wochen, das ist ja die aktuelle. Ja. Oh, dann sind es ja nur noch ungefähr 78. Ja, wir auch. Es ist ja in der Bullenhitze. Ja. Robert, eine Pause? Nächste, okay. Die ist bestimmt auch bald da. Wollt ihr später noch einen Energy trinken? Oh, weiß es nicht. Ich war ja mit dem Robert in den Alpen und da habe ich das Gefühl, der trinkt so 7 Stück davon am Tag. Ja. Da habe ich besser ausgeklickt. Ja. Moin. 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 Die E-Werkschweine, die kriegen uns nicht. Ja,
ohne Pistenmöglichkeit. Ich habe eine halbe Pizza dabei, eine halbe was? Ja. Was hast du dabei? Eine halbe Pizza. Oh, lecker. In Alufolie. Ich hatte vier Brote dabei, die sind schon aufgegessen. Oh, hast du deine Jause schon vernichtet? Das gibt's ja nicht. Ja, ich hatte so viel Hunger und gestern auch wenig gegessen. Ich glaube, heute muss ich viel fressen. Ja, ja. Nach dem Laufen müssen Kohlenhydrate eigentlich rein, ne? Ja, genau. Und gestern war ich noch bei Freunden und dann hieß es grillen. Dann hat das aber ewig gedauert. Okay. Und dann musste ich los und konnte gar nicht so viel essen. Ja. Ja, da habe ich gestern schon wenig, relativ wenig gegessen und auch gar keinen Mittag. Das muss ich heute wieder reinholen. Ja. Das ist echt eine ehemalige Bahnstrecke. Ne? Ja, und warst du dann gestern trotzdem noch im Gym oder hat dir das gereicht mit dem Nachtlauf? Ne, im Gym war, habe ich nicht mehr geschafft. Das ging leider nicht mehr. Aber das ist kein Problem. Ich mache dann Montag, mache ich dann Rücken. Dann bin ich auch noch in meinem Rhythmus. Sonst hätte ich das sozusagen schon vorgezogen. Da kommt wieder schön Luft an der Haut. Geradeaus? Ja. Aber Robert, das geht nicht. Ja, ja, aber das Ding sagt das, das heißt, wir müssen noch was anderes machen. Ja, das ist ein Kundschaft hier, bitte seriös. Vielleicht einfach hier rechts vorbei. Hier ist ein Reitweg, aber auch mit Explosionsgefahr.
Da stand da oben eben, bitte beachten Sie die Sperrzeiten. Das heißt, das Ding ist von Zeit zu Zeit gesperrt. Ja. Ach so. Hm. Ja, dann gucken wir mal nach einer alternativen Route. Danke, Komoot. Ich will mal was zeigen. Also, Sven, siehst du das? Boah. Also, das ist dieser schraffierte Bereich, ist der verbotene Bereich. Ja. Dieser schraffierte Bereich, das heißt, bis hier oben durch ist der verboten. Oh, das ist ja gut, dass man das jetzt erst erfährt. Und hier nach rechts, das ist 10 Kilometer östlich. Das heißt, wir müssen eine komplett andere Route aussuchen. Wir könnten hier über, links über dieses Sennelager oder wie das heißt. Ja. Hier links über die. Kommst du genau außen lang, aber das ist eine Autobahn hier, ne? Ach du Scheiße. Was rechts rum? Sind wir hier? Das ist ja riesig, dieser schraffierte Bereich. Ja, komplett krank. Rechts lang. Das gibt's ja wohl nicht. Oder wollen wir gleich ins Schwimmbad? Ja, oder das man. Ist ja die halbe, das ist ein Viertel der Route. Voll die Abkürzung. Jetzt mach doch einfach mal hier Navigation nach Externsteine und da fahren wir dann so erstmal hin. Meinst du, das ist hier in der Nähe? Naja, ob es 40 Kilometer sind oder 50, ist ja egal. Wir machen Navigation dahin, direkte Route mit Komoot und fertig. Was willst du jetzt machen? Ich glaube, das ist sehr weit weg, aber wir gucken mal. Die Hälfte von dem Radweg können wir einfach gar nicht anfahren. Oder, warte mal, das Hermannsdenkmal ist näher als die Externsteine, ne, wenn ich es richtig sehe. Ja, die 5, das ist Hermannsdenkmal. Ja, und die Externsteine sind viel mehr rechts irgendwo. Ach, hier steht, das ist nur eine Stunde oder? Entfernt. Dann fahr zum Hermannsdenkmal erstmal, Sven. Und Sven, navigier du das mal. Ja, ich habe jetzt Google. Nein, das andere war Hermannsdenkmal. Ich glaube, zuerst Externsteine und dann Hermannsdenkmal wäre am besten. Echt? Ja. Na gut, wenn du das sagst, weil ich glaube, aber dann machst du. Ja, oder man fährt erst links nach Bellerbeck. Geht auch. Willst du lieber zuerst zum Hermannsdenkmal? Ja. Okay, dann machen wir das. Dann müssen wir nur in Hinterosterholz wahrscheinlich links abbiegen. Oh, wir müssen mal den Rand hier. Oder der macht das Tor auf. Erstmal zu den Externsteinen eingegeben, aber weil der so sonst den Weg wieder hier durch einen anzeigt. Wir müssen dann hinter Osterholz links abbiegen. Eine Militärsperrzone durchfährt. Danke, Komoot. Dass man auch gar keine Chance hat, durchzufahren. Nee. Unglaublich. Dann wird das wohl heute eventuell eine entspannte Tour, ne? Eine nicht so weite. Wäre das schlimm für euch? Ja, also machen wir jetzt so, wie es kommt. Aber das sind auch schöne Ziele, die Externsteine und, und Hermannsdenkmal. Man muss die Feste feiern, wie sie fallen oder so, sagt man, ne? Ja, genau. Das passt.
Moin. Zilienallee. Hast du gerade gesehen, wie der Feuerwehrmann in Uniform ganz sportlich den Bürgersteig runtergesprungen ist im Fahrrad? Ich dachte, ich habe die von Weitem gesehen, ich dachte, das sind Mountainbike-Fahrer, weil der da so runtergesprungen ist. Dann waren das einfach 50-jährige Feuerwehrmänner. Ja. In Uniform. Sehr dynamisch also. Ja, also. Die GoPro hat's, ja. Ja, vielleicht sieht man es gut. Hoffentlich erkennt man es gut. Mal gucken. Hier ist die Kurwaldklinik. Da muss ja hier auch die Luft gut sein. Ja. Das heißt, hier gibt es viele alte Menschen. Ich glaube, das Gebäude sieht aber verlassen aus. Ja. Und das hier? Hier gibt es richtig viel Zahngold. Wird überwacht. Medikamente. Das sieht alles verlassen aus. Ja. Ich glaube, ja, hier ist aktuell kein Betrieb. Das stand auch leer irgendwie, ne? Ja. Ich glaube, das ist nicht so einfach, so große Kliniken zu verkaufen. Hier lang. In Rotenburg haben die auch das Problem. Ja. Das ist ein guter Platz für Hehlerei. Ich meine, du kannst das halt schlecht bei Kleinanzeigen einstellen, ne? Ja. Vielleicht eine Zeitung bei Kleinanzeigen. Oder andere Immobilien. Guck mal, das ist ja komisch. Die sind auch eben noch in dieselbe Richtung gefahren wie wir, die drei. Ja. Die werden sich auch gleich ärgern. Ich brauche nicht lang, Scheiße. Fischerhütte. Ja, das stimmt. Letztens bin ich zur Arbeit gefahren und man hat da immer so ein, zwei Mal habe ich da einen Reh lang flitzen sehen. Das ist schon ein bisschen am Ortsrand. Und ja, dann war ich auch schon fast da. Am Ende geht es einen Berg hoch und runter, einen kleinen. Und dann war ich ziemlich oben auf dem Berg, den auf einmal einen Hund lang flitzen. Da habe ich mir nichts bei gedacht. Weil man kennt da schon ein paar Hunde, ein paar Leute, die da lang gehen und hat sich nichts bei gedacht. Und gab es einen Kampf. Dann bin ich runtergefahren. Und dann sehe ich auf einmal, der Hund jagt das Reh. Und der hat das schon gepackt im Genick, das hat geschrien, das Reh. Ich habe überlegt, was soll ich denn jetzt machen? Aber mit Fahrrad besser nichts machen. Soll ich noch kurz ein Video machen? Nee, besser auch nicht. Nicht, dass ich noch zum Reh werde und der mir hinterherläuft. Bin ich dann schnell weggefahren. Ja, einmal einer jagen. Der hat die Hunde gut dressiert. Ne? Ja, ich weiß auch nicht, wie das kam. Man hat auch den Besitzer nirgendwo gesehen. Ich dachte, das ein Wolf war. Wer? Ein Wolf? Nee, das nicht. Das war ein Hund. Da kam so ein Semi an, weißt du? Mit wedelndem Schwänzchen. Es laufen da mal zwei Leute mit Warnweste, die so einen ähnlichen Hund haben. Die Mädchen sind hier irgendwo unterwegs. Oh. Auf Pferden. Ja. Aber wenn die Leute schon in Warnweste laufen, kann ich mir nicht vorstellen, dass die einfach ihren Hund frei rumlaufen lassen. Ja. Aber er sah schon so aus. Wir sind junge Damen unterwegs, die nach Selbstverwirklichung suchen. Ja. Wenn wir Blitze auch machen, dann sitzt du da und hast das halbtote Tier halt irgendwie da liegen und so weiter, kannst du auch nichts mehr machen. Ja, also ich weiß nicht, es könnte sein, dass es sich noch befreit hat, aber der Hund sah schon, ja, es sah schon eher für den Hund aus. 1-0, war schon 2-0 für den Hund, würde ich sagen. Ja. Aber ich bin später nochmal lang gefahren, eine Stunde später. Da hat man nichts mehr gesehen, also vielleicht ist es auch nochmal entkommen. Oder es hat gewonnen und der Hund ist gestorben. Und der Kollege meinte aber noch, der hatte mal irgendwie hat mal schwer erziehbare Hunde oder so betreut, irgendwie sowas. Und er meinte, wenn die Hunde ganz stark ihren Trieb haben,
würden die wohl so lange dem Reh hinterherlaufen, bis sie einen Herzinfarkt kriegen und umkippen und tot umfallen. Vielleicht ist das auch passiert, ja. Aber das ist wohl nur, wenn die sehr stark der Trieb ist. Ja. Das sind natürlich gute Voraussetzungen, wenn man mal einen Ironman oder so machen möchte. Ja. Wenn man so eine mentale Stärke hat. Ja, genau. Dass man seinen Körper so überwunden bekommt, dass man einfach laufen und arbeiten kann, bis man irgendwann einfach tot umkippt. Ne? Ja. Tino, ja, trägst du noch? Ja. Gut. Genau. Okay.
laut geknackt, das Ausklicken. Ja. Ist das immer so? Ja, das ist kein Problem. Guck mal, dass die anderen, die etwas andere Systeme. Nee, ist auch SPD. Ich weiß nicht, warum es so laut ist. Vielleicht, weil ich es härter eingestellt habe. Könnte sein. Aber ich habe es auch in den letzten Tagen einmal bei einem Fahrrad leichter gestellt, dass es bei beiden Fahrrädern gleich ist. Weil so schwer muss ja wirklich nicht sein, dann fällt ja nicht raus. Ja, ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Ja. Gerade das ist an Stellen, wo du echt unmöglich die Kette berühren kannst. Hey, hier oben auf dem Oberschenkel, ja. Das fand ich ja auch. Ich will auch die Hose wechseln, die ist ein bisschen zu warm gerade. Was sagst du? Die Hose ist ein bisschen warm, ich nehme dann auch eine kurze. Ja, das sieht sehr warm aus. Ja, wir wollten ja abends vielleicht noch ausgehen, da habe ich mir eine schöne Jeans mitgenommen. Ja. Ich habe nur kurze Sportsachen mit. Ja, ich dachte mir, heute ist es auch morgens so kalt gewesen, wie wird wohl der Tag? Und da dachte ich, habe ich eine lange Hose mit und eine kurze. Mit Jeans geht es eigentlich auch Fahrrad zu fahren. Die ist nicht so anliegend. Ich hatte heute Morgen extra nochmal geguckt, morgen soll es irgendwie regnen. Ja? 4,2 mm am Tag in Paderborn. Okay. Und wenn wir dann mal Richtung Osten fahren, mal gucken, ja, ob uns der Regenschauer erwischt. Aber ich habe trotzdem kurz mitgenommen, also unten rum. Ja, 4 mm ist ja auch nicht so viel. Na gut, wenn das über Nieselregen geht, kann das 3 Stunden gehen. Kann aber auch kurz dauern. Ja. Ja, schauen wir mal. Gehst du da links runter? Nee, geradeaus weiter. Ja, der Radweg ist hier links lang, ja? Nee, er sagt hier lang und dann links. Und dann links. Genau. Ist das richtig? Der Radweg wäre bestimmt ein Umweg. Zeigt die Maschine hier jetzt gar nicht an. Ich fahr schon mal. Ah. 70? Da unten wäre der? Ja. Okay. Dankeschön. Sorry.